Schwarz-Weiß Köln zu Gast in Düsseldorf am Seestern beim DHC, dem Tabellenführer in der zweiten Feldhockey-Bundesliga. Letztes Heimspiel auf dem Feld für den DHC in diesem Jahr im strömenden Regen. Der DHC in Rot hatte unheimlich viel Ballbesitz. Der Platz aber war durchnässt, der Ball lief nur schlecht und langsam. Flüssiges Kombinationsspiel wie hier funktionierte selten und Köln, diese Szene hier sinnbildlich für den gesamten Nachmittag, verteidigte einfach herausragend, doppelte den DHC vorm eigenen Schusskreis immer wieder und kam zu Ballgewinnen. Nachdenkliche Minen beim DHC-Trainergespann Sebastian Volkers und Dietmar Alf. 9. Minute dann die kalte Dusche für den DHC. Ein wirklich tolles Tor der Gäste. Hier gibt es zunächst Freischlag, der wird schnell ausgeführt per Self-Pass. Dann kommt die Flanke, der tolle Stecher. Und das 0:1 aus DHC-Sicht. Philipp Wenzel, der Torschütze, klasse Treffer, keine Frage. Überraschendes Führungstor für Schwarz-Weiß vor übrigens 0 Zuschauern in Oberkassel. Der DHC kam überhaupt nicht ins Spiel rein. Eine Strafecke in der kompletten Spielzeit, das spricht fast für sich. Und die Strafecke, wie wir hier sehen, führte auch nicht zum Torerfolg. Wir machen deshalb einen großen Sprung in die Schlussphase der zweiten Hälfte. Der DHC nahm einige Minuten vor Ende den Torhüter raus für einen 11. Feldspieler. Aber Köln verteidigte alles weg. Und dann rutschte dem DHC hier einen Ball durch. Dazu kam dann noch dieser Fehlpass hier. Und dann macht das Schwarz-Weiß Köln auch einfach gut und klasse und trifft zum 2:0 Endstand kurz vor Schluss Benjamin Bachmann. Der Torschütze, überflüssige, aber angesichts der mangelnden Kreativität und Durchschlagskraft auch nicht unverdiente Niederlage für den DHC auf heimischem Platz. Optische Ballüberlegenheit hilft halt nicht weiter, wenn du nicht zum Torabschluss kommst. Sehr gut verteidigt. Es war klar, dass das ein unangenehmes Ding wird. Und brutal effektiv mit der Chance, ja, und das ist das, was heute den Ausschlag gegeben hat. Bitterer Ausklang für den DHC, er überwintert zwar als Tabellenerster, aber der Vorsprung für die Aufstiegsrunde, er hätte größer sein können.